Neues Video, neues Glück, die Niki ist zurück mit einem weiteren Pferdekauf-Video. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wieso ich beim Pferdekauf-Video denn hier am Lifetime-Shop stehe, liegt es daran, dass ein neues Item dazu kam. Und wenn wir uns das mal ganz kurz eben angucken werden, damit ich euch so die ganzen Update-Sachen immer zeige. Dann schauen wir uns mal eben kurz den Sattel an. Weil ich finde nämlich wunderschön. Ich habe mich ja damals, als ich noch die Spoiler geguckt habe, sowieso spoilern lassen. Also ich weiß, wie das ganze Set aussieht. Mir wird mir auch nicht alles vom Set gefallen, aber so Sattel und Trense und so fand ich schon mega schnieke. Auch, dass hier unten wieder so ein Sternchen ist. Finde ich. Wunderschön. Also da müssen wir uns am Ende auf jeden Fall auch mal anschauen, wie das Set komplett aussieht. So. Ich habe es mir noch nicht im Spiel angeguckt. Ich bin ganz ehrlich, ich bin jetzt komplett fresh. Erstmal nach Forte Pinta. Entschuldigung für mein Stimmchen. Ein bisschen erkältet. Dann gucken wir uns auch mal in aller Ruhe an. Dann bilde ich mir sozusagen nochmal irgendwie eine Meinung. Und gucke da. Hier haben wir einen der typischen Haflinge. Wie sage ich typischen? Weil ich habe mal Haflinger mit einer breiten Blässe kennengelernt. Und damit ich kenne fast nur Haffis damals also mit meiner Kindheit, die hatten Blässen. Aber wir haben jetzt trotzdem eine im Stall, die hat eine Locke. Aber guckt euch mal diese geile Mähnpracht an. Mega schön, also muss ich echt sagen. Ist wieder echt eine Pferderasse, die gut umgesetzt wurde. Und guck mal, so klein wirken die auch nicht. Habe ich ja nochmal Glück gehabt. Auch mit den Deppels hier. Mal, wir gehen mal ein bisschen näher ran. Hier sehen wir auch die leicht Härchenstruktur wieder. Weiße Wimpern. Kleines Krötenmaul. Mäulchen. Aber auf jeden Fall echt nice gemacht. Also ich finde die Details auch gut. Die Schattierung. Wir haben hier einen Lidstrich, meine Damen und Herren, in Weiß. Mega, mega süß. Sind halt alle so Lichtfüchse. Ist nicht meine absolute Lieblingsfarbe, aber ich finde sie trotzdem irgendwie schön. Komischerweise, obwohl sie Lichtfüchse heißen. Licht. Müsste ich ja eigentlich gern haben, ne? Sehen auch ganz schön aus, aber ich mag irgendwie, ich weiß nicht. Bei mir müssen sie richtig hell sein. Deswegen gehen wir jetzt zur Reitarena. Und gucken uns da mal die guten Stücke an. Die guten Goldstücke. Aber ich habe diesmal, Leute, bin diesmal vorbereitet. Ich habe einen Namen. Und nicht wieder 10 Stunden später. Nein, ich habe einen Namen für dieses Pony. Dein Pferd. Wo ist Pony? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bin ich nicht unvorbereitet. Und da stehen sie ja. Oh mein Gott. Hilfe. Also Corona-Abstand ist ja heute noch nicht, ne? Also ihr könntet auch ein bisschen näher zusammenrücken, aber dann eben nicht. So, damit ich jetzt niemanden störe, steigen wir nochmal ab. Hier haben wir nochmal eine etwas dunklere Variante, auch mit einer wunderschönen Blässe. Ein bisschen weniger weiß am Bauch. Aber sieht auch mega süß aus und diesmal die Äuglein komplett... Ein bisschen gräulich oder weiße Stichelhärchen, die rausgucken. Guck mal, da haben wir meinen ganz hellen, den ich wunderschön finde. Sehr schön. Also muss ich schon sagen, das ist schon ein... Ja, guck mal nach hinten. Oh, wie süß, auch die Animation. Dann haben wir hier den, ich habe es ja liebevoll dunkleren aus... Ja, das heißt ausgeglichen. Dunkleren mit einem etwas ausgeblichenen Kopf. Sage ich mal liebevoll, weil hier sieht man noch ein bisschen mehr weiße Stichelhärchen, die rauskommen. Und es hat nicht ganz so dunkel, glaube ich. Oder war das der ganz dunkle? Wait a second. Verwechsel ich da gerade welche? Na, wartet mal. Nee, da ist der. Oh mein Gott, ich habe schon immer verwechselt. Ich dachte so, irgendwie sieht was anders aus. Da ist der ein bisschen ausgeblichene, dunkle. Hier auch mit dem Schwarz. Was ich übrigens etwas doof finde, ist, wenn Leute... Es tut mir leid, ich packe sie gleich von der Igno runter.
alle in den Pferden drin stehen und irgendwie geht's noch nicht mal auf Igno. Sand. Hallo? Ah. Na, sie kann noch stehen bleiben. Ja. Auf jeden Fall hier auch ein bisschen hellgrau oder weiß-cremefarben, sagen wir mal von den Beinen her. Ist halt nicht ganz so dunkel wie hier drüben. Ich gehe gleich auch nochmal hin. Ich habe gerade nur so einen kurzen Sprung gemacht, weil ich die beiden Pferde irgendwie verwechselt hatte. Aber auf jeden Fall auch mega süß. Warte, ich gehe nochmal eben kurz zurück. Aber die Farbe gefällt mir auch, muss ich sagen. Es hat schon irgendwas an sich. Dieses Dunkle mit der weißen Mähne, so Wind, also richtig windfarbenartig fast. Oder wie liebevoll andere geschrieben haben, Schwarzwälder-like. Ich mag mal solche kompletten Gegensätze. Und hat eine Flocke, oh mein Gott. Frag mich ja, ob. Nee, hat glaube ich kein Abzeichen unter der Wuschelmähne. Nur so ein Schnippchen, ein großes Schnippchen. Und so. Last but not least haben wir hier auch nochmal einen. Der hat hier im Wirbel noch ein bisschen mehr weiße Stichelhärchen rausgucken. Und kommt mal die Schnute nochmal hoch. Die haben ein bisschen mit dem Mäulchen rumgespielt, was ich auch nicht schlecht finde. Hier so ein paar Dots drin. Und dann hier so eine. Hier ist eine Blässe drunter und noch eine kleine Schnippe. Dann hier noch ein bisschen weiß. Hat so Rehlike-artig was, ne? Also es sind wunderschöne, unterschiedliche Lichtfüchse, muss ich sagen. Obwohl sie so nah von der Farbe her sind und so fast gleich sind, haben sie trotzdem alle ihren Unterschied. Und das finde ich gut, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich will bei meiner hellen bleiben. Ich weiß auch ganz genau, wie ich sie nennen werde. Und guck mal da, wir haben das neue System. Und das Geile ist jetzt, die haben mich erhört. Wir können das Pferd drehen. Entschuldigung, ich drehe gerade so minimal am Rad. So, Stärke 1, Disziplin 2 und Agi 3. Sind also Agi-Pferde. Finde ich gut. Verändern, Mähne ändern. Wir haben natürlich einmal die Mähne zur Auswahl. Dann haben wir eine nicht so voluminöse Mähne, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Die auch nicht schlecht, obwohl die hat auch schon etwas krass an sich. Dann haben wir, oh, das zieht sich ein bisschen. Die Diamantmähne wird die genannt, zumindest von SSO. Geil, wir haben hier auch wieder eine Stehmähne. Mein Gott, das sieht das ja richtig frech aus. Hat auch was an sich. Oh mein Gott. Das ist schon cool, ne? Dann haben wir die komplett abrasierte. Nur daran zoomen können wir leider nicht. Knötchen, ein wunderschön geflochtener Streif wieder. Und die lange geflochtene Version. Ist natürlich eine gute Frage. Ich finde, die haben alle was. Aber ich glaube, ich bleibe echt vielleicht bei der. Wir gucken uns die aber auch trotzdem nochmal beim Pferde. Friseurmenü an, weil man da vielleicht ein bisschen näher dran ist. Wir mal sagen, personalisieren und kaufen. Wir machen einfach mal ein Jungpferd, eine Stute. Ah. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist, oh, ich liebe euch. Ich liebe euch. Oh mein Gott, ich heirate euch. Es ist endlich möglich, nach Namen zu suchen. Oh mein Gott, danke. Es ist, oh, meine Gebete wurden erhört. Es sind so kleine Sachen im Leben. Das ist kein Witz. So kleine Sachen im Leben, da freut man sich einfach mega drüber. Guck mal, es leuchtet sogar schon. Ah. Ah, oh. Oh, das finde ich auch mega, mega süß. Total cute. In den Stall schicken, weil wir müssen ja noch die Klamotten ändern. So. Aber ich würde mal sagen, wir machen einen kurzen Cut und sagen bis gleich im Stall.
Und hier ist im Stall die kleine Honey. Und wir gucken uns einmal das Pflegesystem natürlich an. Und auch mal das Streicheln nochmal. Naja, passt fast, ne? Ja, ne? Gut. Dann einmal das Striegeln. Oh, wie das genießt, wie süß. Hufe auskratzen, das funktioniert doch recht gut. Er guckt so ein bisschen nach hinten. Trinken und füttern dasselbe. Er ist ein bisschen skeptisch. Ja, und da war das Pferd etwas minimal broken. Warte mal, können wir das nochmal triggern? Das sagt etwas. Ne, okay, vielleicht will sie nicht mal machen. Das fand sie selber gruselig. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir nochmal in den Wildpferdemodus. Und würden uns dann mal in der Reitarena die Gangarten angucken. Also wie auf einem kleinen Pferd. Ups. Also machen wir nochmal einen kurzen Cut und ich sag bis gleich. So, in der Reitarena angekommen, gucken wir uns das Pferd noch mal ein bisschen genauer an. Können wir noch ein bisschen näher ranzoomen. Ein wundersüßes Gesicht, also mit braunen Augen, kleinen Schnippe. Oder er hat große Schnippe. Mega, mega hell und leichte kleine Äpfelung. Kleine Dapples. Mega, mega süß. Also ich bin echt zufrieden, muss ich sagen. Ich finde die Rasse echt wieder mega gelungen. Gucken wir uns auch mal die Animation mal an. Also damit ist es ja auch immer besser, auch mit dem Zungenspiel, mit den Lippen und Nüstern. Da lassen sich schon echt was einfallen. Aber gar nicht mal so zappelig, ne? Ja, schön, guck mal, das sehe ich auch jetzt gerade. Eine Huffarbe hat sie auch. Schön, schön. Dann gucken wir uns jetzt mal den Schritt an. Muss sagen, der ist echt gut. Mähne wippt schön mit. Auch. Guckt euch diesen fluffigen, geilen Schweif an. Oh mein Gott. So, der Trab. Ein kleiner Hüpfetrab. Aber ein sehr versammelter Trab. Wie der Haflinger hier immer grinst, das sieht immer total süß aus. Und wirkt so, als würde er so leicht grinsen, sehr der Spaß dran. Nochmal von hinten, in aller Ruhe. Arbeitsgalopp. Ja, ich finde, da gibt es schönere Arbeitsgalopparten in SSO. Ich finde den in Ordnung. Aber irgendwas ist da wieder, was nicht mehr ganz passt. Ich weiß nicht, ob es an den rechten Hinterhof ist. Ja, hinten. Ob da irgendwas zuckt wieder.
weiß nicht, sehe seit neuestem immer die Pferde SSO zucken und da guckt man jetzt halt ein bisschen genauer drauf, auch wenn das Meckern auf hohem Niveau ist. Dann gehen wir mal einen Gang schneller. Den finde ich auch wieder mega, mega schön. Guckt euch diesen Schweif an. Oh mein Gott. Und die Riesenmähne, wie sie flattert. Und der ganz schnelle, auch mega. Auch wenn das mit der Mähne ein bisschen komisch wirkt. Da ist irgendwas kaputt, glaube ich. Oder es soll so wirken. Sieht ein bisschen komisch aus von hinten. Aber mit dem Schweif finde ich alles in Ordnung. So. Gehen wir mal einen Sprung. Genau. Jupp, auch wieder schöne Animation zum Springen. Gehen wir schneller. Und mal wie ein Pferd, was. Naja, fast im schnellen Galopp landen sie alle nicht genau auf dem Boden. Da. Da siehst du, da schweben sie immer am Boden und haben diese Aufspringen oder dieses, wenn sie auf den Boden kommen, schon in der Luft, aber das haben alle Pferde. Sliding Stop. Oh, diesmal kein Sliding Stop, sondern einfach ein schneller Stopp. Ganz einfach gehalten und fertig. Rückwärts richten. Oh, sie haben auch meine Gebiete da wieder erhöht. Erhört. Das Pferdchen guckt einfach nicht nach hinten, einfach rückwärts richten und Öhrchen nach hinten. Finde ich schön. Gefällt mir. So, dann steigen. Da rutschen sie auch wieder ganz leicht nach vorne. Nichts Extravagantes, einfach und fertig. Ich glaube, eine Special Gangart haben sie nicht. Nö, haben sie nicht. Und ich denke mal, das mit den 900 Star Coins kommt, glaube ich, einfach wegen den ganzen Mähnenarten an. Also, dass sie so viele Mähnenstile wieder haben. Aber es haben andere Pferde auch. Der Percheron hat ja auch eine Gangart mehr und kostet nicht so viel. Ich kann es euch nicht sagen, wieso der Haflinger, weil der Haflinger vielleicht jetzt voll begehrt ist und SSO sich dachte, dann können wir den ja auch mal ein bisschen teurer machen, ne? Ich kann es euch leider nicht sagen. Aber hier auch nochmal ein Namen, die wunderschönen Frisuren, die auch mega schön aussieht, auch wenn das Volumen hier ein bisschen fehlt. Aber auch mega schön. Diamantfrisur noch mal. Die Stehmähne. Die würde ich eigentlich meistens immer nur bei Hengsten nehmen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich bei Stuten das nicht so toll finde. Hier beim Affi sieht das sogar echt ein bisschen eselastig aus. Dann mal ein bisschen kürzer abrasiert. Knötchen. Und da auch wieder ganz wichtig hinten der Schweif, der eingeflochten ist. Ist hier nämlich auch. Und die langen Zöpfchen. Aber wie gesagt, ich bleibe bei der Standardversion. Die sieht mir nämlich am schönsten aus. So. Kann ich ja jetzt wieder meinen Wildpferdemodus ausmachen und gucken. Die müsste mit dem grünen Z. Ich ziehe ja sonst nichts anderes an. Eigentlich auch mega schön aussehen. Ja gut, da sieht man halt nur die Trense vielleicht nicht. Da muss man vielleicht was anderes überlegen. Nee, die habe ich mir erst letztens gekauft. Wenn müsste ich die nehmen. Genau. Da sieht man nämlich etwas mehr. Wartet. Guckt euch das an. Wunderschön. Nächstes kleines Droidenpferd, was zur Ausbildung fertig ist. Aber ihr Lieben, ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, was haltet ihr von den neuen Huffys? Seid ihr schon mega gehypt? Habt ihr euch alle gekauft? Habt ihr euch nur, wie ich jetzt, nur eins gekauft? Das reicht euch schon aus. Ich bin mal gespannt, wie sie wieder mit dem Leveln sind. Ist jetzt, wie gesagt, nicht meine allergrößte Lieblingspferderasse, aber ich finde, sie sind auf jeden Fall gut gelungen. Aber ihr Lieben, ich wünsche euch damit noch einen wunderschönen Tag und sage damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!